So, in Anlehnung an alles Mögliche, was ich mal über das Ganze gewusst habe, habe ich mal früher, schon eine ganze Weile her, so eine Formelauswahl getroffen, auf dass man so schnell wie möglich weiß, welche Variante von Berechnung muss ich denn nehmen und was ist es denn überhaupt? Als erstes stelle ich mir die Frage, ziehe ich alle raus oder muss ich eine Auswahl treffen? Nochmal ein Beispiel, Permutation, ich treffe keine Auswahl, ich ziehe leer. Also, erste Frage, wenn ich keine Auswahl treffe, ziehe ich leer, Permutation, ne? Ich ziehe leer bis zum geht nicht mehr. Beispiel, 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1, Möglichkeiten. Eine Frage muss ich mir aber erst vorher stellen, lege ich die Kugeln wieder rein? Nein, ich ziehe eiskalt leer, ohne irgendwie wieder zurückzulegen. Wiederhole ich das also? Wiederholung ist eine Art Zurücklegen. Also wer das möchte, schreibt dahinter noch Zurücklegen. Das ist die gleiche Frage. Wiederholung bzw. lege ich sie wieder zurück. Wenn ich sie wieder zurücklege, darauf kommen wir später. Das rechnen wir anders. Was wir jetzt kennen, ist erstmal ohne zurückzulegen. Also Endfakultät. Gehen wir mal die andere Variante. Hatten wir heute auch schon mal und letztes Mal drüber gesprochen. Wird eine Auswahl getroffen? Also ziehe ich nicht leer? Eine Auswahl wird getroffen? Ja. Dann überlege ich, ist die Reihenfolge egal? Ja oder nein? Ist die Reihenfolge, also gibt es eine bestimmte Reihenfolge? Sage ich ja, handelt es sich um eine Variation? Frage dann wieder, Wiederholung bzw. zurücklegen? Ich kürze mal ab, bloß ein Z. Fragezeichen, zurücklegen, ist überall, diese Frage hier ist auf dieser Ebene immer die gleiche. Wenn nein, nehme ich diese Formel, wenn ja, nehme ich diese Formel. Die beiden kennen wir. Die hatten wir. Variation ohne Wiederholung, ne, war die hier. Letzten Endes ist das bloß eine Art, eine verkürzte Permutation sozusagen. Ich höre eher auf. Beziehungsweise hier das Zahlenschloss. Wir kommen dann noch zu Beispielen, wir schreiben uns die dazu. Ist eine Reihenfolge wichtig? Nein. Dann habe ich es mit einer Kombination zu tun. Also, wenn ich sage, die Ergebnisse, die ich bei diesem rausziehen, bei dieser Auswahl, das kann auch eine Stichprobe sein, wenn die Reihenfolge Schnuppe ist, ist sie wichtig? Nein. Man könnte auch sagen, Reihenfolge, ich schreibe mal dazu, wichtig. Reihenfolge wichtig. Vielleicht wird es dann deutlicher. Reihenfolge wichtig? Nein, habe ich mit einer Kombination zu tun. Und dann muss ich wieder überlegen. Und wie beim Lotto, dann sage ich, okay, nein, keine Wiederholung. Das heißt, ich ziehe raus und lasse immer weniger Möglichkeiten. Dann habe ich es mit dieser Formel zu tun. Beziehungsweise, wenn ich wieder zurücklege, aber da kommen wir dann später drauf. Also ich werde mal alle die wir schon kennen, anstreichen. Das ist die. Die kennen wir. Wir kennen diese schon. Und wir kennen im Moment diese schon. Das war das Zahlenschloss. Hier geht es um Wettlauf und Reihenfolge, wichtig. Und wir kennen die Lotto-Variante, wo die Reihenfolge nicht wichtig ist. Zu den anderen, was dann dieses K1, K2 und so weiter bedeutet, oder weshalb man die dann so rechnet, das können wir dann später noch machen. Im Moment werden wir uns aber nur mit den gelben beschäftigen. Das ist im Moment das Wichtige. Ich hoffe, das hilft. Wir werden jetzt mal ein paar Fragen beantworten noch dazu. Und werden mal ein paar Kontrollen und ein paar Beispiele durchziehen. Und dann sagen wir zum Schluss immer, was es ist. Und dann werden wir die Beispiele hier nochmal laut veröffentlichen. So, jetzt haben wir Beispiele durchgesprochen. Teils kann sowas lustig sein. Beispiel, der ADAC sagt, wir wollen unter 84 verschiedenen Automarken bei einem Autorennen den schnellsten, den zweitschnellsten, dritten schnellsten, 10 schnellsten, 100 schnellsten und so weiter. Also bis zum 84 schnellsten alle ermitteln und dann eine große Liste machen, wer der Beste und wer der Nächstbeste und so weiter war. Dann fragen wir uns, gibt es eine Auswahl? Nee, sollen alle bewertet werden. Also gehen wir hier lang. Es ist eine Permutation. Frage der Wiederholung oder Zurücklegen heißt, darf einer nochmal fahren, beziehungsweise habe ich, das ist die andere Sache, die dahinter steckt, habe ich zwei gleiche Automarken dabei, unter den 84 meinetwegen zwei BMWs oder zwei Audis. Nein, also habe ich 84 Fakultätmöglichkeiten. Andere Variante. Ich möchte ein Passwort, ein achtstelliges Passwort fürs Internet erstellen. Aus Buchstaben, nur aus Buchstaben. Große Frage. Habe ich die Auswahl? Ja, aus 26 oder meinetwegen 52 Buchstaben.
ist die Reihenfolge wichtig? Na, aber klar. Es ist ja was anderes, als wenn ich sage, ich möchte. Nee. Es ist was anderes, als wenn ich sage, ich möchte aus den Buchstaben A, B, C, D, E verschiedene Wörter bilden. Ich brauche schon eine Reihenfolge. Ihr wisst es selber vom Passwort. Also ist es eine Variation. Frage: Gibt es eine Wiederholung? Darf ich 8-mal aus immer wieder den gleichen Buchstaben auswählen? Ja, also ist es das. Andere Frage: Ich möchte ein Kinderlotto durchführen und zwar 3 aus 4. Das ist vielleicht ein bisschen blöd. Aber trotz alledem gibt es eine Auswahl? Ja, denn ich möchte nur 3 von 4 nehmen. Ist die Reihenfolge wichtig? Nee, das ist egal. Wenn nämlich die kleinen Kinder im Kindergarten irgendwelche Lottoscheine, selbstgebaute, ankreuzen, dann wissen die nicht mehr, ob sie zuerst die 5 und die 3 und dann die sonst was gewählt haben. Ach nee, wir haben ja bloß 4. Also die Reihenfolge ist egal. Gibt es eine Wiederholung? Nee, denn wir ziehen die Trommel fast leer. Nehmen wir die Formel. Und jetzt haben wir noch eine Variation, ganz typisch. Hunderennen hatten wir vorhin, Pferderennen, Menschenrennen, sonst was für Rennen. Große Frage, gibt es eine Auswahl? Ja, die ersten 3 gewinnen. Ist die Reihenfolge wichtig? Na klar. Denn da wird jeder meckern, der sagt, was, heute bist du der Erste gewesen, ich wollte es ja sein. Ne? Da wird sich gestritten. Gibt es eine Wiederholung? Nö. Warum? Ich kann nicht einfach sagen, was, du warst der Zweite, du willst der Erste sein, na los, dann renne alleine nochmal. Oder dich gibt's doppelt, dich kann ich auf den ersten und zweiten Platz. Ne? Also solche Sachen sind nie möglich, also habe ich das. Wir hören jetzt an der Stelle auf. Ich wünsche schönen Feierabend.